Hey, hier ist wieder Yesilicious. Heute versuchen wir mal Marmor-Brownies. Ich habe mir dazu eine Brownie-Form geholt, mit Trenngitter sogar. So sieht das Ganze aus. Und das werde ich heute einfach mal ausprobieren. Bin mal gespannt, wie es klappt. Das Rezept findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Na dann los! Ihr braucht 200 Gramm Doppelrahmfrischkäse, 150 Gramm Zucker, 3 Eier, ein Fläschchen Buttervanillearoma, 200 Gramm Zartbitterschokolade, 80 Gramm Mehl, einen halben Teelöffel Salz, 66 Gramm Margarine und 100 Milliliter Milch. Für die Frischkäsecreme gebt ihr den Frischkäse in eine Schüssel, fügt 35 Gramm Zucker hinzu und schlagt das Ganze cremig. Dann ein Ei und ein Drittel des Buttervanillearomas dazugeben und verrühren. Die Creme erstmal zur Seite stellen. Die Schokolade in grobe Stücke brechen. Und ca. 5 Minuten bei ungefähr 270 Watt schmelzen lassen. In einer kleinen Schüssel mischt ihr das Mehl zusammen mit dem Salz. Dann wiegt ihr in einer separaten Schüssel die Margarine ab. Zwischenzeitlich natürlich die Schokolade aus der Mikrowelle holen, umrühren und erstmal etwas abkühlen lassen. Auf die Margarine gebt ihr 105 Gramm Zucker und rührt erstmal um. Die 2 Eier hineinschlagen dann die Milch und das restliche Vanillearoma hinzufügen. Alles gut verrühren. Dann gebt ihr die geschmolzene Schokolade einfach drauf. Und rührt wieder. Zum Schluss gebt ihr noch das Mehlgemisch hinzu. Und verrührt es zu einer homogenen Masse. Den fertigen Schokoteig könnt ihr dann direkt in der Brownie-Form verteilen. Noch schnell etwas glatt streichen. Und mit einem Esslöffel die Frischkäsecreme willkürlich darauf verteilen. Um eine Marmorstruktur zu bekommen, müsst ihr dann nur noch mit einem Löffel den Teig etwas umwirbeln, ohne dabei die weiße Creme mit der dunklen Creme zu sehr zu vermischen. Wenn ihr mit dem Trenngitter arbeiten wollt, setzt ihr dieses nun ein. Und lasst das Ganze ungefähr 30 Minuten bei 180 Grad im vorgeheizten Ofen backen. Ist die Backzeit vorbei, lasst ihr die Brownies erst abkühlen und könnt sie dann aus der Form holen.
Bei dieser Form geht es so schön leicht, indem man mit diesem Gestell den Boden so hoch drückt. Nur noch das Gitter vorsichtig entfernen und fertig sind die 18 kleinen Brownies zum Servieren. Ich hatte sogar vergessen, die Form zu fetten, aber es ließ sich trotzdem alles wunderbar davon lösen. Wenn ihr die Brownies ohne Trenngitter backen wollt, um zum Beispiel größere Brownies zu erhalten oder ein typischeres Brownie-Aussehen hinzubekommen, würde ich das Blech vorher mit Backpapier auslegen, damit später beim Schneiden die Form nicht zerkratzt wird. Und auch hier nochmal schnell glatt streichen. Um größere und tiefere Marmorierungen zu bekommen, müsst ihr mit einem Löffel tiefe Mulden im Schokoteig formen, die Frischkäsecreme hineingeben und diese dann wieder mit dem Schokoteig etwas bedecken. Zum Schluss das Ganze noch etwas swirlen. Auch hier lasst ihr den gebackenen Teig erstmal abkühlen, bevor ihr ihn aus der Form und vom Bodenblech holt, um ihn zu schneiden. Wir haben ihn nach dem Abkühlen noch eine Stunde in den Kühlschrank gestellt. Ob nun mit Trenneinsatz oder ohne, ich finde, die Form ist auf alle Fälle ihr Geld wert. Den Link dazu habe ich euch unten in die Videobeschreibung gesetzt. Aber natürlich klappt das Ganze auch im ganz normalen Blech. Und so sehen die fertigen Brownies ohne Trenneinsatz aus. Ich finde, hier kommen durch die Schnittstellen die Marmorierung viel besser zur Geltung. Und hier haben wir die fertigen Marmor-Brownies. Viel Spaß beim Nachbacken und bis zum nächsten Video. Hast du das gerade gesehen? Das nicht, das nicht. Am Arsch!